Willkommen zurück. Heute mal aus dem Teehaus. Und wie es sich gehört für einen Dreiteiler, kommt jetzt zum Ende der Abschluss des Lord Abaddon-Skandals. Doch bevor ich anfange, gieße ich vielleicht erstmal ein. Wem immer noch nicht klar war, worum es ging und worum es geht, dem kann ich nur meine beiden anderen Teile wärmstens ans Herz legen. Wer das schon gesehen hat, der erwartet jetzt sicherlich irgendwelche Neuheiten, irgendwelche Aufreger. Und ja, ich werde beides liefern. Aber ganz in Ruhe, wir haben ja Zeit. Anders als bei meinen Kollegen, wo ja zahlreiche böse E-Mails eingingen und der ein oder andere sich auch nicht zu schade war, Drohungen auszusprechen, ist es bei mir halbwegs ruhig geblieben. Aber auch beim Lord ist es relativ ruhig geblieben. Der Einzige, der sich digital, verbal so richtig in die Scheiße geritten hat, das war unsere kleine Jasmine Peerless. Die hatte neulich ihren 15. Geburtstag, von daher nachträglich natürlich alles Gute. Wie schon erwähnt, hat sich bei mir der Lord nicht gemeldet. Wer sich aber gemeldet hat, beziehungsweise kam es zu einem Kontakt mit den freundlichen, Lakaien, Angestellten, Freunden oder wie auch immer vom Lord. In diesem Fall war es ein Administrator vom Lord Abaddon Forum. Und wir beide haben über Skype mal so eine Runde nett miteinander geplauscht. Freundlich, aber bestimmt hat man mich darauf hingewiesen, dass man dem Lord helfen will, dass er sich den ganzen Ärger mit den Videos nicht antun muss. Und auf der anderen Seite möchte man den Usern, die Videos produziert haben, helfen, damit der Lord eben keinen Rechtsanwalt einschalten muss. Warum müsste denn der Lord einen Rechtsanwalt einschalten, war natürlich meine Frage. Naja, das müsse der Lord tun, weil es ja schließlich um seinen Ruf geht und weil manch andere eventuell verbreitet hätten, dass der Lord ein Pedo sei. Freundlicherweise habe ich die Links zu meinem Video dann gerne weitergeleitet und habe gesagt, bitteschön, einfach angucken, wenn es diesbezüglich Probleme gibt, kann sich der Lord gern selber bei mir melden und man spricht darüber wie unter normalen erwachsenen Menschen. Warum man überhaupt mit irgendeinem Admin über solche Dinge sprechen muss, das weiß ich nicht. Ich habe das auch zu bedenken gegeben und wir haben uns dann einfach darauf geeinigt, okay, wenn was ist, dann meldet sich der Lord. Oder, wenn ihm das zu popelig ist, dann soll er seinen Anwalt einschalten und der kann sich dann bei mir und meinem Anwalt melden. Ja, und jetzt? Jetzt hat der Lord keine Verpflichtungen mehr bei dem Musical, wo er mitgemacht hat. Und er hat wieder Zeit, irgendwas auf irgendwelchen sozialen Netzwerken zu posten. Mein Briefkasten ist immer noch leer. Da hat wohl jemand nicht die 200 Euro investiert, damit ein Anwalt dann YouTube bemüht, um die entsprechende IP rauszurücken, um dann eine Anzeige postalisch zusenden zu können. Nun ja, nicht? Ob nun Administrator oder der Lord selbst, das, ich will nicht sagen gedroht, aber das zur Sprache gebracht wurde, dass man einen Anwalt einschalten könnte, das kam ja bei einigen Usern vor. Also, dass ganz klipp und klar gesagt wurde, pass auf, nimm das Video runter, sonst kümmert sich da ein Anwalt drum. Gut, das geht mir am Arsch vorbei. Ich bewege mich erst, wenn tatsächlich so ein Schreiben da ist. Und dann bewege ich mich nicht zum Rechner und lösche mein Video, sondern ich bewege mich zum Telefon und rufe meinen Anwalt an. Dass die anderen User, vielleicht lag es am Alter oder an der Erfahrung, vielleicht sogar an beidem,
sich davon haben einschüchtern lassen, ihre Videos runtergenommen haben. Naja, da mag das funktioniert haben. Bei mir nicht, aber solange der Briefkasten leer ist, muss ich ja auch gar nichts machen. Das verpufft hier dann ganz einfach, wie ein Furz. Weniger lustig waren natürlich dann andere Mittel, die eingesetzt wurden. Das eine sind ja Community Strikes, also wenn sich eine gewisse Anzahl an Usern durch das Video gestört fühlt. Und das andere sind dann Netzwerk-Strikes, die verteilt werden. Ja, auch Netzwerke können Strikes verteilen, wenn Netzwerke sich oder ihre Partner bzw. die Rechte verletzt sehen. Dann können die auch striken. Und ja, das ist auch passiert. Nein, nicht bei mir. Und dann hat man sich damit auseinanderzusetzen. Wer selber in einem Netzwerk ist, der kann das relativ schnell abschütteln, weil das eigene Netzwerk sich dann der Sache annimmt. Und wer nicht in einem Netzwerk ist, der guckt ganz schön in eine Röhre. Aber auch hier finden sich Mittel und Wege. Die eigentliche Frage ist jetzt, kommt da noch was? Von wem soll denn was kommen? Von Trashy, unserem Kanal der Woche? Pff, was soll der denn machen? Das ist sein Kumpel. Also da kommt garantiert nichts. Dann wäre da noch das Netzwerk. Hier ist das schon wesentlich interessanter. Nicht nur in der Krise? Nein, auch danach hätte ich mir persönlich von einem Netzwerk wesentlich mehr effektivere und vor allem professionelle Hilfe und Maßnahmen erwartet. Die angeblichen Profis mit ach so viel Erfahrung, die sich da zusammengeschlossen haben, um Kanäle zu bündeln, Erfahrung auszutauschen. Na, was haben sie denn gemacht? Ich meine, mit Gewalt irgendwas runter- oder wegzuhalten, ist das eine. Das läuft aber auf keinen Fall unter Professionalität. Da kam ja gar nichts. Und ich kann sagen, dass da gar nichts kam, denn beim Lord kam auch gar nichts. Totschweigen, nichts sagen, das hatten wir ja schon im Video davor. Das ist also keine professionelle Taktik. Also, meine persönliche Meinung, wenn ich mir die denn erlauben darf, auf sowas würde ich immer verzichten. So, kommt jetzt noch was vom Lord. Da hieß es ja am Anfang auf Facebook, dass man sich erstmal mit seinen Rechtsanwälten beraten wolle und dann sich wieder bei der Community meldet. Ja, wann denn? Und vor allem wo denn? Habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, neben Facebook, Twitter, AskFM, habe ich da irgendeinen geheimen Kanal verpasst? Irgendein Subgenre auf lordabaddon.de? Habe ich irgendwo irgendwas übersehen, wo steht, hey, Freunde der Sonne, so sieht's aus? Oder kam da einfach gar nichts? Und dann sind da ja noch die Fans. Und die Fans, Kraft ihrer Wassersuppe, die hauen mittlerweile Dinge raus von oh, ich freue mich, dass es bald weitergeht oder dass der Lord ja machen könne, was er wolle, würde er es zugeben, dann würde er ja nur Hate bekommen, würde er es abstreiten, würde er auch nur Hate bekommen. Das Ganze geht aber leider auch so weit, dass es komplett ignoriert wird und man sich freut, dass er nichts dazu sagt und man das vergessen könne. Und dass jetzt endlich wieder neue Videos kommen. Och, solche Fans hätte sich bestimmt auch Gutenberg gewünscht. Komm, wir vergessen das. Wir machen einfach weiter, okay? Glückwunsch zu solchen Fans. Moment, da kommt noch Applaus. Ganz großartig, nicht? Was für eine Community. Auf der einen Seite, hey, wir müssen dagegen vorgehen. Denkt mal an Kreuz.net. Denkt mal an, gebt eure Unterschrift für was auch immer. Wir, die Community, wir halten zusammen. Und dann hier sowas. Mein lieber Scholli,
Wenn der Plan darin bestand, sich hirnlose Zombies ranzuzüchten, scheint zu funktionieren. Der aufmerksame Zuhörer wird wissen, was ich mache, wann immer mir Schwachsinn begegnet. Genau. Prost! Ach ja, irgendeine Moral muss ja auch noch kommen, oder? Muss die jetzt von mir kommen? Na gut, es gibt keine. Überraschung! Tschüss!